Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Wir haben in der letzten Folge unsere ganze Maschinerie nach da oben gebracht. Weil der hier ist mittlerweile sogar unnötig geworden, denn wir haben den automatisch. Was jetzt aber noch die Sache ist, hier ist der Pulverizer. Der hat schon 12 Iron Dust hier und Pulverized Nickel. Ah, da habe ich schon, ich habe schon was durchgebrannt. Das ist so viel schönes Eisen gerade. Wir müssen natürlich jetzt hier tonnenweise Strom dafür haben. Das Problem ist natürlich, dass die hier keinen Puffer haben. Bedeutet, ich würde hier gerne von direkt von Ender.io hier hinten noch einen Puffer reinbauen, so einen 3 Breiten. Bedeutet, wir müssen jetzt einmal schnell ins Inventar schauen und bei Ender.io durchschauen. Wo bin ich denn jetzt drin? Ah, genau hier, warte mal. Das ist ja wahrscheinlich die Basic Capacitor Bank. Ach, die haben wir uns eh schon angeschaut. Diese Grains of Infinity müssen wir dann mal machen. Flint und Steel war ja letztens immer das Problem. Was mir eingefallen ist, wir haben ja einen Stahlbahn. Wir hatten die ganze Zeit so einen Stahlbahn schon da. So. Alter, wie viel Eisen. Kommt eigentlich jetzt direkt doch das Ammon. Nee, passt schon. Lassen wir es erstmal das erste. Genau. Stahl und zack. Und dann begeben wir uns ganz schnell mal nach unten. Moinsen. Essen müssen wir dann auch mal wieder was, ne? Ja, warte mal, wir haben 7 Äpfel aus irgendeinem Grund. Nice. Äpfel machen auch satt. Zack. Runter. Wir werden jetzt die Videoproduktion anheizen diese Woche. Also das ist ja die letzte Woche sozusagen, die ich noch daheim bin, bevor ich wieder Richtung Hauptfirmenstand muss für die nächsten paar Wochen bzw. 1,5 Monate. Und das bedeutet, ich bin 1,5 Monate nicht daheim wahrscheinlich. Also ich werde jetzt nicht groß als da sein auf jeden Fall, wenn ich jeden Tag produzieren kann. Oh, guck mal, da ist auch alles. Macht auch Puff. Dann haben wir gleich den nächsten noch an. Da ist auch noch einer rausgekommen. Perfekt. Tun wir ein bisschen auf Vorrat hier gerade pumpen. Denn je mehr wir haben, desto besser ist es, glaube ich, fürs Erste. Kommt schon, Jungs. Ich brauch mein Zeug. Macht nochmal ein schönes Feuerwerk. Bumm. Kommt schon. 5 ist zwar schön, aber ich brauch mehr. Da. Ist doch auch wieder so schön. Was habe ich jetzt? 10. Was machst du noch? Enttäusch mich nicht. Wusste ich doch, dass du mich nicht enttäuscht. Jetzt haben wir 11. Das müsste fürs Erste reichen. Ich finde dieses Material cool, dass du sozusagen doch was mit Bedrock anfangen musst. Problem wird das zu farmen. Oh. Da musst du eigentlich einen... Wie machst du das denn? Irgendwas, was vorher macht, die ganze Zeit draufklicken lassen und immer wieder, wenn der Platz frei ist oder so. Oder du brauchst einen Detector. Executor und... Oh, das wird ja... Das wird interessant. So. Block of Redstone. Ah ja, das war ja das Problem. Wir brauchen 4 Copper und ein bisschen Eisen. Aber Copper sollte jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Ich sehe erst eher in Redstone das Problem. Obwohl, nee, haben wir auch noch genug. Cool. Und ich nehme jetzt mal... Ich weiß, ich glaube zwar nicht, dass wir so viel brauchen, aber ein bisschen was ist immer gut. Zack. Bedeutet, wir können jetzt hier die Teile hier bauen, und zwar 4-mal so, wie ich es haben will. Dann einen Redstone-Block. Ich habe kein Eisen. Jetzt habe ich tonnenweise Eisen, was habe ich nicht mit? Eisen! Jetzt aber, jetzt haben wir dann gleich schon mal eine
Capacitor Bank, die 1 Million speichern kann. Und das ist doch schon mal ein Anfang. Mit 1 Million Speicherkapazität haben wir auf jeden Fall dann genug auf Lager. Wie viel ist denn hier drin? Machen wir Maximum. Ach, es geht gar nicht höher. Ach, da kann ich die nochmal sozusagen anpassen. Aktuell gehen 40 rein. Weil der wahrscheinlich gerade so viel auch produziert. Könnte ich mir vorstellen. Habe ich nicht schon nach dem Fulverizer kommen? Nee. Ach, ich habe direkt gerade alles noch brennen lassen, ne? Nickel! Ah, das ist doch eigentlich super. Jetzt haben wir hier eine Speicherbank. Hier schon mal alles auf Strom umgesetzt. Jetzt brauchen wir nur noch Platz. Viel Platz. Das könnte ein Problem werden. Dann tun wir mal. Das ist natürlich eine schön ungerade Zahl. Ach du Scheiße, ich bin schon wieder voll. Sind Sachen, die nerven. Ich bin dauernd irgendwie voll. Deswegen, wir brauchen jetzt das Zeug von Applied Energistics. Applied Energistics. So, da haben wir es doch. Wir brauchen so ein ME-Laufwerk. Oh Gott. Gedrucktes Lithium und große Konstruktionsflächen. Wir brauchen Konstruktionsdruck. Und wir brauchen den Siliziumdruck. Konstruktions-Siliziumdruck und den Konstruktionsdruck. Wir brauchen 2 Diamanten dafür. Wo ist das komische Siliziumzeug? Da ist es ja. Und wir brauchen 2 Redstone. Haben wir dabei. Gut, also sollte wir das ja hinkriegen. Wird schon wieder Nacht. Ja, wird schon wieder. Bedeutet. Das ist jetzt Gravur Silizium. Silizium muss da rein. Wird gepresst. Unter Konstruktionsdruck. Und jetzt die Teile. Zack. Wenn ich die jetzt mit dem zusammen da reinhaue, dann müsste sich das ja verbinden. Ne? Oder? Klack, klack, klack. So schwer kann es doch jetzt nicht sein. Jetzt haben wir 2 von denen. Die 2 und jetzt brauchen wir noch ME-Glaskabel. Fluxkristalle und ein Quarzfaser. Dafür brauchen wir Quarz, Quarz, Leverquarz oder irgendwas. Aber wir haben doch Nether und das können wir doch einfach durch den Grinder hauen. Pulverisiere, dann tun wir mal 4 Stück da doch durchhauen und wir legen uns währenddessen mal schnell schlafen. Einmal schnell schlafen. So. Und wieder nach oben. Ah, jetzt kriegen die alle Damage. Da waren doch schon ein paar Tiefen. Ja. Ein Zombie, noch ein Zombie. Da hinten sind Zombies und Skelette. Ach, schön. Ich schaut in die Richtung aus. Auch gut. Da müssen wir uns endlich mal um das Ding kümmern, ne? So. Wie viel sind die Capacitor Bank mittlerweile? Jo. Wir haben mittlerweile 200.000 auf Lager. Und wie viel ist hier drin? Null, weil der halt nichts mehr speichert. Also ist das Doppelte halt schon. Beziehungsweise bald das Dreifache, was da reinpasst. Und das ist natürlich schon ein bisschen speichern, wenn wir sagen, wir gehen schnell Lava holen oder sowas. Genau, wir brauchten das Never-Quarz-Zeug. Hatten wir von denen nicht schon mal welche? Warte mal. Habe ich den Quatsch nicht schon mal gebaut? Oder war das ein anderer Spielstand? Dann war es ein anderer Spielstand. Okay, nochmal zu unserem Capacity Dings der Boomster. Mein Handy tut schon wieder mitreden. Klappe. Die 4 Eisen.
Ja, ist gut. Warte kurz. Ah, stimmt. Wasser. Oh, wir müssen uns um euch kümmern. Hei. Ihr habt noch 600 Millibuckets. Ich gehe mal auf die Nummer sicher. Da ist schon wieder so ein Dreckskelett mit einem Wurfmesser. Nein! Lass den Wurfmesser weg von mir. Nein. Das wollte ich machen. Muss ich da schnell reingehen und... Oh. Da könnt ihr gut schlafen, Jungs. Wir haben hier schon wieder Eier. Ganz viel Eier. Und das ist das Problem, warum wir jetzt Speicherplätze brauchen. Wir haben hier eine Produktion schon anlaufen. Das ist nicht gut. Wir haben jetzt schon wieder 12 Eier. Heieiei. Wir können ja mal währenddessen, wo waren euch zurückschmeißen. So. Haben wir Eisen? Haben wir. Bedeutet, wo ist denn das? Ist das im E-Fluid, im E-Schnittstelle? Nee, ich brauche die ME-Laufwerke. Und dafür brauchen wir Quarzfaser, dafür brauchen wir Glas. Ich habe kein Glas mehr, kann das sein? Nee, aber ich habe sonst noch Sand. Und wir haben hier eine neue tolle Verarbeitungsmaschine da oben. Die jetzt ihre Nutzen beweisen muss. Verdammt, dafür haben wir auch keinen Platz mehr. Dann weichst du schnell nach da aus. Können wir rein theoretisch mal dich umbauen. Neben dem, dass du jetzt so eine bist, tun wir dich jetzt auch mit nach oben, weil wir werden ja höchstwahrscheinlich dann alles oben bald machen. Dann nehmen wir dich halt mit nach unten. Ich hab total vergessen, dass ich hier oben eine habe. Ups. Und stellen dich jetzt in die Ecke. So. Bedeutet, das Glas sollte jetzt dann fertig sein. Ja, passt. Ene mine Miste. Never Quarz in die Kiste. Zack. Und dann müssen wir euch zu so einem... blauen Gedöns. Oh. Ich sehe, glaube ich, gerade ein Problem auf mich zukommen. Warte mal. Ich habe zwei von dir noch. Das würde reichen. Bedeutet, wenn ich zwei mache. Ach, Gott sei Dank. So viel bräuchte ich nicht mal, aber ich muss ja nachher die Maschine auch noch anlaufen lassen. So, warte mal. Und jetzt hat hierhin ME Drive. Dich gestellt. Jolo, wir haben Zugang zum Ofen. Nice. Ja. Ja, nee, jetzt ist klar, wir sind wieder voll. Also rein theoretisch würde ich hier unten gerne dann das Speicher, das Banksystem bauen. Und hier kommt dann Kabel durch, nach hier unten, versorgt das und ja. Oder wir werden es hier abschließen, damit hier hinten die Kabel laufen können. Ja. Ich stelle euch einfach mal hier provisorisch hin. Ich brauche eh gerade einfach nur Platz. So. Das wäre jetzt zum Beispiel schon mal ein Aufsatz. Jetzt müssen wir ja noch die Speicherbänke bauen. Das geht ja auch noch los. Eine 1000er Speicher von 63 Typen und 1000 genutzte Bytes. Wie kompliziert kann das schon sein. Wir brauchen Redstone. Yay! Und noch mehr Redstone. Ich sollte mich drum kümmern, dass wir Redstone kriegen. Das ist vielleicht eine Idee. Aber Leute, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Woo! Everything changes.